Ja, sie ist da. Meine neue Cinch ist da. Und ja, ich habe eine ganze Zeit drauf gewartet, weil sie noch gar nicht lieferbar war hier in Deutschland, glaube ich. Also auf jeden Fall habe ich sie nicht gefunden, aber jetzt ist sie da. Und das ist die Multi-Cinch. Also ich habe schon eine. Ich hatte auch schon die große, die habe ich verkauft. Und ja, ich packe jetzt erst einmal aus und dann zeige ich dir auch gerne den Unterschied zwischen den verschiedenen Maschinen. Ich nenne sie mal Maschinen. Okay, also ich habe, wie du siehst, ich habe sie noch nicht aufgemacht. Und jetzt aber. Ups, da ist sie. Und komm raus da. Ja, genau so sieht sie aus. Okay. Ja, die Multi-Cinch. Was ist jetzt dabei oder was ist neu? Ich habe bereits die normale Mini. Die ist obercool. Ja, ich zeige dir mal kurz, wie sie arbeitet. Also, das ist hier so alles irgendwo gleich. Wir haben auch die gleiche Größe, fast, ja. okay, aber der Unterschied ist der. Also hier habe ich, das kommt mal weg. Diese quadratischen Löcher, sage ich jetzt mal. Ein Loch ist zwar rund, aber ja. Okay, also das Ganze ist quadratisch. Ich lege mal meine Zusätze. Ich musste natürlich noch ein bisschen was dazu haben zur Seite. So, und hier habe ich jetzt zum Beispiel, ja, der ist auch da. Hier ist so ein Stopper, mit dem man das Ganze runtersetzen kann. Hier habe ich jetzt die richtigen Löcher, die Kreise. Aber ich habe da noch einen Zusatz und zwar kann man bei diesen Teilen das rausnehmen und kann es durch ein anderes ersetzen. Und bei der Maschine ist noch ein Teil dabei. Ich öffne mal und zwar für die Disk. Das sind diese hier. Die habe ich mir auch mal dazu bestellt, um ja, mal schauen, wie das Ganze so ist. Und ja, zack, rein. Und jetzt nehme ich die nächste Seite. Hier ist auch wieder ein Stopper. Und jetzt aber so. Okay, wollte nicht so recht. Und da kann ich die jetzt reinsetzen. Wofür die besonders gut sind, zeige ich dir in einem anderen Video. Und ja, jetzt habe ich also hier die quadratischen, hier die runden, hier die Disk und ich habe mir noch was dazu bestellt. Es gibt da eine ganze Menge verschiedener, ich glaube 6 Stück, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber was ich so süß fand, das waren die Herzen und die musste ich jetzt unbedingt haben. So, wie gehst du auf hier? Und kann ja eigentlich nur da sein. Ach so, das ist zugeklebt. Ach, das ist ja immer aufregend, das Ganze, ne? So, du kennst das wahrscheinlich. Jetzt aber. Und das finde ich ja so süß. Cool. So, den Stopper nach oben. Die sind ganz schön schwer, die Teile. So, und hier siehst du Herzen. So, einfach reinsetzen. Und jetzt, du kannst natürlich mit und ohne Stopper. Ja, ist das cool. Und ist das süß? Also, das musste ich haben. Das fand ich so süß, ehrlich. So, ich zeig dir nochmal, wie du auch mehr als diese, wie viel sind es? 6 Herzen, Kreise, Löcher, keine Ahnung, stanzen kannst. Und zwar ist ja hier an der Seite so ein kleiner
Stopper und ich setze den mal runter, lege jetzt mein Teil hier rein und stanze. So, jetzt habe ich hier meine Herzen, möchte aber hier vielleicht noch weiter und ich nehme den Stopper jetzt hoch und gucke jetzt einfach mal hier, wo könnte das jetzt weitergehen. Und da brauche ich jetzt das vorletzte und das setze ich so, dass der Stopper, ich hoffe, du kannst das erkennen, ich guck mal, so in diesem vorletzten Herz ist. Und jetzt kann das auch nicht mehr raus. So, und wenn ich das jetzt stanze, dann ist es fortlaufend. Also so kann ich das wunderbar noch weiterarbeiten. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte da noch eins, dann gucke ich mal, wie mache ich das? Also ins Vorletzte. Dann muss ich mal hier unten. So, jetzt ist er drin. Jetzt könnte das noch ein bisschen abstanzen. Ich hoffe nicht. Nein, wunderbar. Und jetzt habe ich sogar hier das gleichmäßig gestanzt. Obercool. Ich finde das ja so schön. Dieses Teil kommt jetzt da rein. Und ja, ich werde alles Mögliche jetzt damit ausprobieren und zeige dir dann mal meine Werke. Ach, ist das cool. Also, bei Fragen schreib einfach hier drunter. Besuch auch gerne mal meine Seite mit den anderen tollen Basteltipps. Also, bis dahin. Tschüss aus Quickborn.